Ei, Hallöchen. Was macht das denn? Eine kunstvoll in die Form eines Augapfels gebrachte Perle, die im Dunkel zu schimmern scheint. Ein heiliger Baum wurde vom Blitz getroffen, jedoch blieb er unbeschädigt. Sein Harz erlaubte es dem Blitz nicht zu fliehen. So verblieb er im Kern aus Bernstein. Gewährt erheblichen Schutz vor elektrischen Angriffen. Erhebliches Gut. Vor allen Dingen in der Tatsache, dass wir beim Endboss mit jeder Menge Magieangriffe bombardiert werden. Ja. Kacke. Schon wieder. Wie ist denn das Timing hier? Ja, natürlich. Ah, schön. Challenge-Räume und so. Zack, zack, zack. Kacke, eine Sekunde zu spät. Und rüber. Und rüber und runter und runter. Zack. Ach du liebes bisschen. Das ist eine knappe Kiste. Hä? Was? Wie? Warum? Wieso, weshalb überhaupt? Ach du Scheiße, ist das eine knappe Kiste. So. Ja, ist okay. Ach du. Ah, da. Okay. Wir schauen mal rüber, zack, zack und rüber und ach, zack, zu spät. Runter, ja, treff mich ruhig, ist mir egal. Das haben wir. Das ist echt ein Trauerspiel, dass er sich an bewegten Plattformen nicht festhalten kann. Ja, ist okay. Gott, ist das ein knapper Sprung. Und rüber. Nein. Also ich glaube, man muss hier springen, während das Ding oben ist. Ja, wir müssen eigentlich da drauf bleiben, nicht runterspringen. Könnte schlimmer sein. Stell dir vor, es würde bei jedem Tod einem. Ja, das stimmt. Es könnte immer. Was war das denn jetzt gerade für ein. Schlimmer geht immer. Das. Zack und zack. Und rüber. Einfach ducken. Einmal den spitzen Hut einklappen. Und das war zu spät. Badabab, badabab.
Okay, das geht sogar schon beim ersten Sprung. Und das natürlich nicht, weil ich zu langsam bin. Zack. Und runter. Und hopp. Na komm, was soll denn das jetzt? Ich hätte nicht runtergehen müssen. Ach so, ich verstehe. Man darf sich nicht treffen lassen, weil das Ding haut einen von der Plattform. Okay. Oh nee, muss ich jetzt das Ding angreifen, um dann weiterspringen zu können? Da bin ich natürlich grandios schlecht drin. Nur mal so am Rande. Ist da ein Gang? Ist da ein Weg? Schade, das wäre es jetzt gewesen. So eine Abkürzung zum Ziel oder so. Weil ich glaube, das muss man hier auch machen. Eigentlich. Oder auch nicht. Kacke. Oh Mann. Ja, das war natürlich wieder richtig intelligent. Rüberspringen, wenn das weg ist, nicht wenn es auftaucht. Runter. Tja. Die Sprungtaste ist die Sprungtaste. Hab's schon wieder gemacht. Ach! Wir haben aber noch das Ding ausgerüstet Hier haben wir. Die Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen. So. Das hätten wir. Ach. Mann. Das und das. Und ich hab's schon wieder getan. Irgendwann lerne ich auch mal dazu. Warum klappt das jetzt nicht mehr? So, komm raus. Das klappt jetzt gerade nicht so gut. Hä? Warum? Warum will das jetzt nicht mehr? Jetzt aber. Das. Ach. Das erinnert mich so an die Super Mario Zeit.
mit den Challenge-Räumen bei Sunshine zum Beispiel. Wo man auch immer am Ausrasten ist, wenn man das erste Mal im Spiel wieder ohne seine Wasserkanone unterwegs ist. Das war viel zu früh. Dachte, jetzt packst du Kaizo-Mario. Für Kaizo-Mario bin ich viel zu schlecht. Ich glaube, wenn ich das spiele, da muss ich sehr viel Motivation haben, das zu spielen. Wenn ich einfach überlege, dass du ja für gewisse Level musst du Speedrunner-Tactics können, damit du es überhaupt hinbekommst. Und ich schaffe ja schon das normale Mario schaffe ich schon. Ach, Kacke. Ja, sobald du runterspringst, hast du verloren hier. Ja, du hast vor allen Dingen verloren, wenn du das machst. Hast du Kaizo Mario mal gespielt? Nee, das sehe ich. Mann! Nee, sehe das wohl ähnlich wie du, okay. Ja, das ist halt. Da musst du echt auf Schmerzen stehen bei dem Spiel dann. Also, ich glaube, irgendwann werden wir sowas. Diese blöde Taste. Und ich bin natürlich auch schuld. Was soll ich sagen? Wir werden wahrscheinlich irgendwann mal so ein Spiel auf jeden Fall auf dem Kanal spielen, aber wann und ob man da nicht irgendwie ein Event draus machen muss, das gilt dann noch zu klären. So, jetzt aber. Jetzt draufbleiben. Kacke. Also man muss auf jeden Fall warten, bis es ein bisschen runter geht. So, jetzt zack, wieder rüber. Und rüber. Ist egal. Hoppa. Rauf, mein Freund. Ich lese sofort, was du geschrieben hast. Jetzt gerade bin ich nur so ein bisschen im Voll-Concentration-Modus. Boah, ernsthaft? Komm, 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 komm. Oh, wie lang ist das denn? Kacke. Ah, ich wusste es. Es gibt aber von RBTV einen Mario-Hack, der einen daran führen soll. Okay. Also so Kaizo Mario Light. Kacke. Das Schlimme ist, wahrscheinlich war das jetzt gerade quasi das Ende vom Level. So kurz vor wirklich Ende. Ja, war klar. Der Anfang war schon scheiße.
Zack. Gut. Na komm. Ich weiß schon, dass die X-Taste des Controllers das nicht gut findet auf Dauer. Kacke. Klappt das? Ach, ich habe die Taste losgelassen. Das ist in der First Loop nicht möglich für mich. Nach oben schlagen, bitte. So, draufbleiben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Zack. Und zack. Wieder viel zu früh gesprungen. Das ist echt so ein 2-Pixel-Feld gefühlt, in dem du springen kannst und ansonsten ist tot. Zack. Das war jetzt knapp, aber richtig. Oh, komm schon. Jetzt aber runter. Tap, 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 tap. Komm, 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 komm. Und Scheiße. Jetzt aber. Ja, 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 war klar. Das war doppelt klar. Das klappt wahrscheinlich. Oh, das klappt sogar. So. Hopp. Hopp. Kacke. Ja. Kannst du ja nicht festhalten da. So. Einmal aufladen. Komm, komm, schneller, mein Freund. Ja, ist okay. Ist okay. Alles gut. Ne, du kannst dich nicht festhalten. Wenn das Spiel nicht möchte, dass du dich festhältst, kannst du das auch nicht. Wir hatten das schon mal, so eine Leitersektion. Ich fand die damals auch scheiße. Muss man einfach mal so klar sagen. Warum? Zwölf Stunden später. Ach Mann. Jetzt legen wir den Controller mal auf den Tisch. Ich glaube zwar nicht, dass das was ändern mag, aber egal. Hä? Okay, das kann ich definitiv nicht replizieren. Wie auch immer ich das hinbekommen habe.
Muss ich da rechts stehen bleiben? Jetzt habe ich den Controller wieder runtergenommen, egal. Eine Sekunde zu früh. Ja, ist okay. Ist okay. So. Also jetzt gerade werde ich auch von allem getroffen. Alles, was da ist. So, erstmal links. Und dann rechts, oder? Nö. Vorteil ist, wenn wir rechts stehen bleiben, fallen wir offensichtlich nicht runter. Warum auch immer das so ist. Rechts, links, rechts und so weiter. Und zack. Und hopp. Und hopp. Ja, das war richtig gut von mir gedacht. Das war nur ganz schlecht in der Umsetzung. Ah, spring doch. Penitent One, bitte. Kann ich die Taste festhalten, dass er das macht? Geht das? Na komm, einmal tot, nochmal neu. Kann man die Taste festhalten beim Springen auf diese Plattform an der Wand, wie auch immer man die nennen möchte? Ach, come on! Mann! Ohne Witz. Es ist wirklich ein Pixelsprung. Es ist unfassbar. Warum will der sich da nicht festhalten? Entweder drücke ich zu früh. Kann das sein? Dass ich da zu früh drücke? Nee. Oh. Das ist einer der Gründe, Akutenshi, warum ich kein Kaizo Mario spielen kann. Weil das ist so deprimierend, wenn du immer den gleichen. Die habe ich ja. Das Rad, das habe ich. Deswegen, entweder... Ist es dann ein Spielerfehler, dass ich einfach zu doof bin? Was ich jetzt nicht in Frage stellen möchte, dass das nicht so ist.
Oder ist es wirklich so ein knapp bemessener Sprung? Dass es wirklich einfach knapp bemessen ist. Also das hier geht ja tatsächlich. Das ist okay. Das nächst Schwierige sind wieder die blöden Leitern. So. Jetzt aber. Rauf. So. Warten, rüber. Warten, rüber. Warten, rüber. Rüber. Ach! Mann! Entweder einfach rüber, 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 so schnell es geht, in der Hoffnung, dass man es schafft. Ich glaube, ich drücke da zu früh. Ich weiß es nicht. Es ist dieser Sprung, der macht mich wahnsinnig. Warum? Drücke ich zu spät? Registriert er das dann nicht mehr so wirklich? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wow. Wow. Anonymous Place. Okay. Die Hacker sind hier. So. Zack. So. Bin halt schüchtern. Ach so. Man kann das ausschalten, dass man deinen Namen sieht? Musst du ihn nicht mehr. Das hätten wir hier rüber. Geht das? Ne, geht nicht, weil ich keine magische Energie habe. Ach, du hast das für 10 Bits gemacht. Jetzt weiß ich, warum da 10 stand. Ich dachte, ich habe dafür mehr Punkte eingestellt. Vielen Dank auf jeden Fall für die Bits. Ja, ja, behalt das für dich. Behalt das für dich. Zack, hier heilen wir uns einmal. So, und rüber, 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 zack, 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 zack und so. Und dann kann ich rüberspringen. Und hier hin. Ich bin halt schüchtern. Ach, komm mal, come on. Eigentlich ist es ja auch egal, wie viel Lebensenergie man bei den Leitern hat. Ein Treffer heißt eh tot. Müssen wir gerade machen. So. Und so. So. Warum fällt der dann durch die Plattform durch? Das macht keinen Sinn. Null. Das macht er aber auch nur an dieser Stelle. Also, es ist nicht so, dass er das im Rest des Spiels machen würde. Dann macht er das wahrscheinlich nicht.
Unfassbar. Ungünstig in der Leiteranimation, wahrscheinlich. Das ist ein... Ah, komm, wirklich. Mit dem letzten Fitzel hat er mich erwischt. Jetzt habe ich mal versucht zu springen, um zu gucken, ob das es bringt, aber... Diese Lampe hängt da auch so attraktiv, als ob man da was mit machen kann. Nicht springen, runter mit dir. Das ist kacke. Oh je, oh je. Naja, aber auf jeden Fall entertaining, ne? Also, das ist so wie Inception. Dreimal hintereinander gucken. Das ist total spannend. Man weiß ja noch nicht, was passiert. Das war wieder... Was? Okay, der fühlte sich total kacke an. Das hätten wir... wir standen doch gerade auf der Plattform, oder bin ich jetzt doof? Fühlte sich... Springe ich vielleicht zu spät? Dass ich dann schon Höhe verloren habe und er deswegen nicht möchte? Was war das denn jetzt? Oh, da, 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 da. Muss mir gleich mal zur Entspannung ein Video von Katzenbabys oder sowas angucken. Nee, jetzt... Prozent Speedrunner dieses Spiels. Hut ab. Ich hab doch springen gedrückt. Lieber Otterbabys oder Otterbabys. Ja, das ist immer gut. Stimmt eigentlich. Könnte ich auch als Chat-Command einfügen. Dann wird so ein schönes Video von Otterbabys eingespielt oder so. Das ist... Was... Was mache ich falsch, dass das mal funktioniert und mal vollkommen in die Hose geht? So, jetzt aber mal sliden, springen. Okay. Das hätten wir... Nummer 2 abwarten. Wir stehen erst links, dann gehen wir nach rechts. Lass uns einmal treffen, das ist egal. Und springen rüber. Zack. Einmal gegen und zurück. Lebensenergie. Wenn man sich das hier rechts anguckt, ne, was da für eine Feuerball an mir auf einen zukommt. Ja, das war natürlich wieder richtig intelligent. Super von mir. Wunderbar. Das ist grandios. Come on, come on, come on. Und zack. Und ducken und ducken und springen und ducken und ducken und springen.
Und ducken und springen und springen. Komm schon. Ja, war klar. So, wir müssen das machen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Runter. Rauf. Abwarten. Rüber. Und rüber. Und runter. Rauf und rüber und runter. Ah! Otterbabys, Otterbabys. Kleine Chihuahuas, nee, nicht kleine Chihuahuas, kleine Pandas. Tja. Ach, scheinmonig. Komm schon, zack und rüber. Jetzt aber. Der war gut. Der war sehr gut. Na komm. Und rüber. Auch wenn uns, glaube ich, jetzt die Zeit am Ende. Selbst wenn wir durchkommen, haben wir wahrscheinlich dann eine Sekunde zu wenig oder so. So, erstmal links stehen. Dann rechts. Ja, das ist mir egal. So, rüber. Und rüber. Kacke. So. Und hüpp. Und hüpp. Und zack. Und. Das war wieder richtige Kacke, die ich hier gemacht habe. Ja, klasse. Also zeittechnisch kann das ja schon nichts werden. Würde mich zumindest schwer wundern, wenn das das wird. Was? Wie? Was? Ich bin einfach von allem getroffen. Okay, ich nutze das jetzt mal, um was auszutesten. Das würde sogar gehen. Einfach runterspringen. Das würde sogar klappen. Cheese it. Wir versuchen es zumindest mal. Ist ja erstmal nur wirklich ein Versuch. Ob das klappt, ist die andere Sache. Zack und rupp und warten, bis das weg ist. Zack und weiter und hopp. Runter. Der Sprung war gut. Darfst du keinem erzählen. Der war knapp, aber okay. Dup, 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 dup. So, links und rechts. Ja, mir egal. Das ist irgendwie sehr interessant, dass das Spiel einen nicht rechts runterfallen lässt, aber links. Eins, zwei, drei und runter.
Oh, was? Egal. Wir schießen die Stelle ja eh. Das hätten wir und rüber. Der Vorteil ist, wenn man im Fallen getroffen wird, wird man genau einmal getroffen. Das ist, ja, was? Warum bin ich jetzt gesprungen? Das kann dir auch keiner erklären. So. Ach, Dreck. Also das klappt auf jeden Fall. Der Sprung ist... Der war doch eigentlich gut. Ach, Mist. Zack. Zack, zack, zack. Einmal warten. Ah Gott, das war knapp. Also wenn ich hier irgendwann einen Doppelsprung oder sowas finde in diesem Spiel, ne? Dann, ich glaube, dann werde ich sauer. Nur so ein bisschen. Das war wieder, das war viel zu früh. Gab keinen, wenn ich mich recht erinnere. Okay, dann zum Glück. Ah, tappa. Neustart. Ernsthaft. Gibt's denn irgendwas, was du aktuell spielst, Akutenshi? Apropos eben, es hat ja vorhin Gvorak gefollowt. Kam der Alert? Ich weiß es gar nicht mehr. Sprungtaste! Come on! Nee, außer einen Idle Game und The Legend of Keeper. Okay. The Legend of Keeper haben wir ja einmal gespielt. Ja. Ach, come on. Nichts Besonderes. Meine Hardware hat einen undefinierbaren Fehler. Wie äußert sich der Fehler denn? Jetzt aber. Das. Also diese Feuerbälle sind ja schön animiert. Das muss man zumindest sagen. Ach, das ist so eine Rotze. Mann. Jetzt hab vermute aktuell mehr konnte ich noch nicht lesen. Vermute aktuell bis Segmente von Mainboard Universal Arbeitsspeicher. Okay, deine CPU-Last ist zu hoch. Aber normalerweise, wenn Teile des Mainboards kaputt sind, dann geht gar nichts mehr.
Also wenn es eine Komponente gibt, die den Fehler nicht wirklich verzeiht, dann ist es das Mainboard. Ah, ach, ich wusste, dass das nicht reicht. Ich wusste es. Also ich habe zumindest noch nie einen wirklichen Mainboard-Fehler gesehen, der... Abgesehen von die Grafikkarte hat, der Grafikkartensockel hat ein Problem. Das ist etwas, was durchaus passieren kann und dann geht der Rechner trotzdem noch normalerweise weiter. Aber wenn der Prozessor irgendwie angegriffen ist, dann läuft er normalerweise nicht ganz so viel. So. So, wir machen das jetzt ruhig. Wir fahren noch einmal wieder runter. Ach du Scheiße. Also wenn ich ein bisschen mehr mache, zum Beispiel Monster Hunter plus Browser Stream, schmiert immer eins von beiden ab. Oder mein Discord erscheint nur noch in schwarz. Solche komischen Fehler. Kann ja auch ein geplatzter Kondensator daran schuld. Ja, aber wie gesagt, das Mainboard, normalerweise, wenn da ein Fehler ist, dann hast du eigentlich überhaupt nichts mehr. Ich bin gesprungen. Weil, was natürlich Monster Hunter und sowas hat ja auch Arbeitsspeicherlast, die was höher wird, ne? Und Arbeitsspeicher kann gerne mal was kaputt sein, ohne dass der ganze Rechner abschmiert. Also der Prozessor ist halt, finde ich, zumindest bei allem, was ich bis jetzt gesehen habe, seltenst das Problem. Weil wenn der kaputt ist, dann geht gar nichts mehr. Links. Ja, ist okay. Wenn du so Bildprobleme hast, dann ist Grafikkarte klar, logisch. 1, 2, 3 und runter. Leichte Probleme mit Uhr habe ich auch. Hoppa. Das habe ich nicht aufgepasst. Ich lese mir das gleich in Ruhe durch. Hopp. So. Also sind ein paar Sachen zu viel dran, um nur dem RAM Schuld zu geben. Okay. Ja, ich habe zwar schon sehr viel Ahnung von Computern, aber das sind trotzdem immer noch kleine Zauberkästen für mich. Manche Fehler sind einfach mit Magie zu erklären. Mit nichts anderem. Spiel du ruhig von Tod zu Tod. Ach, so eine, was zur Hölle. Okay, also... Schwierig. Also ich weiß, ich habe mal meinem Onkel einen Rechner zusammengebaut und der hat dann, oh Gott, der hat dann nach ungefähr anderthalb Jahren, hatte der auch einen undefinierbaren Fehler. Könnte auch das Netzteil sein, könnte ja Fehlspannung abgeben von Zeit, das kann sein, ja. Aber dann, ja gut, aber dann ist immer so die Frage, bei Netzteilproblemen auch, ob der Rechner mit einer Fehlspannung weiterläuft oder ob der sich aus Grund von Notfallgegebenheiten einfach herunterfahren würde. Das ist viel zu früh gewesen. Auf jeden Fall hatte mein Onkel dann auch ein Problem. Und zwar hatte der Grafikfehler. Und ja, wir haben dann erst das Netzteil in Verdacht gehabt, haben ein neues Netzteil eingebaut. Dann hatten wir den
das Mainboard in Verdacht. Dann haben wir ein neues Mainboard eingebaut. Dann hatten wir die Grafikkarte zwischenzeitlich getestet. Die Grafikkarte war an sich heile. Die hat funktioniert in einem anderen Rechner von mir. Und am Ende war es eine Kombination aus der zusätzlichen Soundkarte, die eingebaut war, und Windows Vista, glaube ich, damals. Oder Windows 10, Windows 7, ich weiß es nicht mehr. Also es war etwas, wo du nicht hättest drauf kommen können. Boah, ist das ein Scheißsprung, ne? Dass das das Problem ist. Oh, komm schon. Ich bin bei diesem... Also bei dem... Kann ich die Taste festhalten? Das teste ich jetzt einfach mal hier am Anfang. Ja, die kann ich festhalten. Das heißt, wenn ich die festhalte... Und wir in die Nähe kommen, dann springt er da rein. Einfach festhalten. Na, ich werde zum Ende des Jahres meinen Sparfonds auflösen und einmal neu investieren. Ja, ich glaube, vor Ende des Jahres ist das auch keine gute Idee. So alleine grafikkartentechnisch, ne? Ja, und dafür hängt die Lampe da. Man darf nicht zu früh drücken. Ich werde meine 1060G erstmal beibehalten. ja, das ist auch eine gute Idee, glaube ich. Also ich habe noch eine, also ich habe mir neue Hardware beschafft. Keine Grafikkarte, aber ich habe einen neuen Rechner, der ist jetzt ein paar Monate alt. Und da ist halt alles neu, außer die Grafikkarte. Und die Grafikkarte ist immer noch weiterhin meine 89 Ti. Und die... Das Problem, was ich halt habe... Was heißt Problem? First World Problems und sowas. Ist, dass ich eine Wasserkühlung drin habe im Rechner. Eine selbstgebaute. Oder selbst zusammengebaute. Das bedeutet, ich kann halt auch nicht einfach eine Grafikkarte kaufen und so einbauen, weil die nun mal luftgekühlt ist. Und die ich drin habe, ist nicht luftgekühlt. Und ich habe dann keine Lust, da irgendwie dann umzurouten, die Verschlauchung da, nur um eine luftgekühlte Grafikkarte einzubauen. Das heißt, wenn ich eine Grafikkarte einbaue, wird die auch wieder wassergekühlt. Aber damit ich das machen kann, brauche ich ja nicht nur eine Grafikkarte, sondern ich brauche ja auch eine Karte mit entsprechender Möglichkeit, einen Kühler draufzusetzen. Das war total dumm von mir. Und da gibt es nun mal nicht alle. Also ich kann nicht einfach irgendeine 3060 kaufen oder so und sagen, komm, die wasserkühle ich jetzt. Sondern die muss halt auch von den Herstellern von diesen Blöcken supported sein. Und das sind 3060 zum Beispiel eigentlich nicht. Deswegen würde ich eigentlich schon gerne Wende 3080 oder vielleicht so eine 3080 Ti, je nachdem wie sich die Preise von diesem Ding entwickeln, wenn haben wollen. Und damit wäre ich dann auch wieder Jahre gesetzt, also da brauche ich mir keine Gedanken machen drum. Aber dafür muss es ja erstmal haben, ne? Okay, wir müssen eine Runde abwarten. Also wir müssen ans unterste Ende von den Leitern. Ans unterste. Ja, das ist das unterste Ende Leiter. Wir merken uns. Vor den Stacheln. So eine Scheiße. Das ist aber auch ein scheiß Raum, ne? Ach, Scheibenhonig. Ich schaue immer mal wieder, ob ich eine 2060 super günstig gebraucht finde, aber ist halt nur sekundär.
da CPU langsam in die Limit kommt. Ja, das ist natürlich das Problem noch dabei, ne? Also eine geile, dir bringt es nichts, eine geile Grafikkarte zu kaufen, wenn dein Prozessor schon zu alt ist. Ach, scheiße. Weil dann hast du halt trotzdem ein Bottleneck, ne? Das ist halt leider so das Problem. Ein Arbeitskollege von mir hat es jetzt auch so gemacht, weil er musste einen neuen kaufen, weil sein alter an seinen Sohn gehen soll, weil der seinen kaputt gemacht hat. Dass er sich einen Fertig-PC gekauft hat von Aldi, wo eine 3060, glaube ich, drin ist. Und der Witz dabei ist, dieser Rechner ist einfach immer noch viel zu günstig, weil diese Grafikkarte, wenn du sie nur die Grafikkarte kaufst, ist, glaube ich, 400 oder 500 Euro günstiger. Willkommen zurück. Du hast nicht viel verpasst. Ich renne dir durch den Raum und versuche ihn zu schaffen, ohne zu sterben. Im Versuch 35 klappt das nicht so gut. Oh, scheiße. Mann. Noch auf. Ja, das war klar. Und hopp, und hopp, und hopp. Nein, nein! Das gleiche Problem hatte ich, als ich beim Übertakten zu wenig Voltage hatte. Okay. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Come on. Yes! Der erste Sprung geschafft. Ist egal. Ignorieren, weitergehen. Hopp. Und ducken. Und warten, bis er weg ist. Zack. Und hopp. Da kann man sich ducken, dann wird man auch nicht getroffen. Gut zu wissen. So, einmal heilen. Ich glaube auch, dass mein Netz halt tatsächlich im ältesten Richter ist. Okay. Von deinem E8400? Ach du liebes bisschen. Na komm. Und runter. Kacke. Aber bis dato ein super Netzteil. Den Hersteller gibt es nicht mehr, glaube ich. Das ist das Problem vom Hersteller. Der hat ein so gutes Netzteil gebaut. Das geht nicht kaputt so schnell. Aber dann kaufen die Leute auch keine neuen mehr. Zack, zack. Und das hätten wir. Und ducken. Und hepp.
Okay, also das hier bekommen wir ja jetzt schon sehr zuverlässig hin. Targan. Oh, Targan. Ich hatte früher ein, hatte ich ein Gehäuse von denen? Oder ein... ich kenne die auf... In den Lüfter hatte ich von denen, glaube ich. In meinem ersten eigengebauten Rechner hatte ich, glaube ich, auch einen Lüfter von denen. Ja, also ich kenne Targan. Ob sie noch gibt, weiß ich gar nicht. Ob man diese Plattform irgendwie beschleunigen kann? Wahrscheinlich nicht. Zack. Ich hatte einen Lüfter von denen, der blau leuchtet. Das weiß ich noch. Also damals, als noch nicht... Ach, scheiße. Als noch nicht alles LEDs hatte. Moin und... Hello there. Targan. Gott, das ist alt. Ist wahrscheinlich irgendwann mal von EVGA oder so aufgekauft worden. Ach, das war wieder scheiße. Bist du immer noch nicht durch? wir machen gerade ein bisschen Completion, so gut es geht. Obwohl, ich muss zugeben, ich werde sehr viel nachlesen müssen für das Spiel, weil... Ja. Das ist, die Geheimnisse sind überhaupt nicht offensichtlich und... Gewisse Dinge hier zu finden, ist sonst lächerlich langwierig. So. Die anschraubbaren Kabel. Was, wo schraubt man die denn an? Hinten am, also im Gehäuse oder was? Und hopp. Zack. Und das. Und hier. Und weiter. Und gegen. Und hierhin. Einmal heilen. Direkt am Netzteil. Okay. Ja, gut, ein Netzteil von denen hatte ich tatsächlich nicht. Zumindest erinnere ich mich nicht dran. Oh. Aber ich glaube, den Lüfter davon, den benutzt immer noch mein Onkel. Der hat den Rechner. Ich glaube, den hat der immer noch da drin. So, wir sind wieder an der berüchtigten Stelle. Ach, was? Ja, das war wieder viel zu früh. Das war jetzt wieder dämlich von mir. Zack. Na komm. Das ist so ein richtiges Spiel, wo man irgendwann in den Controller beißen möchte. Auch wenn man weiß, dass das definitiv nicht schmecken wird. Ach, deck dir das doch in den Hut. Noch ein Grund, warum ich keine Kaizo-Spiele spielen sollte. Ich werde ausfallend. Das war wieder knapp. Kenne ich von Nio. Oh Gott, Nio. Vielleicht sollte ich nochmal meine Spannung auf dem RAM überprüfen. So, jetzt aber. Also das mit dem in den Controller beißen. Es juckt im Gesicht. Das geht nicht. Das war wieder richtig gut von mir. Und hopp. Ja, es gibt halt so Spiele, die triggern so den inneren Hulk in einem. Es ist nicht gesund. Es ist einfach nicht gesund.
Ich halte zwar nichts von der Debatte Killerspiele und sowas, aber ich verstehe, dass Spiele einen aggressiv machen können. Da bin ich voll und ganz dabei. Und wie man hier unbeschadet durchkommen soll, ist mir immer noch ein Rätsel. Yep, aber wenn man das doch mal schafft, fühlt man sich wieder King. Ja, schon ein bisschen, aber... ich muss es ja erstmal schaffen. Diese blöden Leitern da, die sind einfach nur zum Kotzen. Spring! Oh Gott! Der Vorteil ist, in der Luft können die einem nichts anhaben. Aber da muss man erstmal hinkommen. Oh, ne? Ach! Oh Mann! Oh Mann, oh Mann! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Und was hast du so das ganze Spiel gemacht? Den ganzen Stream? Ein Level. Ein verdammtes Level. Man reicht ihm ein Dummy-Pad. Ich glaube, ich brauche doch einen Boxsack hier. Na komm. Ach, ernsthaft. Tschüss, Feuerball. Hallo, zweiter. Und hopp. Also hier ist tatsächlich, das ist okay. Da kann man, ja, bis auf das jetzt, aber egal. Hier kann man ja Pattern rausfinden, die funktionieren. Aber... diese verdammten Leitern. Wahrscheinlich gibt es irgendwie so eine Trophäe, No-Hit-Run oder so, Scheiß. Ach, das war jetzt wieder richtig grandios. Spiele das Spiel durch, ohne getroffen zu werden. Zack, und rüber nochmal, so. Da kann man drunter, hier muss man drüber, warten, drunter, drüber... drunter, drüber. Komm schon. Zack. Ist egal, treff mich ruhig. So, den Schalter betätigen. Und runter. Zack. Oh Mann. Ich versuche jetzt mal nicht diesen Hebel zu betätigen. Ob sich das dann einfach alles nicht bewegt? Was? Hallo? Ah komm, Neustart. Neustart. Ah, Kaffee und ein hoher Puls. Das ist keine gute Kombination. Wie war dein Sonntag, Knofi? Abgesehen davon, dass du jetzt einem dabei zuguckst, wie er immer und immer wieder in Stacheln springt. Aber das ist eine echt gute Akupunktur. Fühlt sich wie neu danach. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Zack. Wozu? Das ist dieser Spiegel-Content. Mit der Dame, die, wo ich den Spiegel reparieren soll. Also Bonus-Content und so, ne? Weil wir müssen ja die Splitter wiederherstellen. Und zwei davon haben wir ja schon gemacht. Zack. Ernsthaft.
Ich liebe es, wenn das passiert. Oh, war ganz entspannt. Hat ein paar Warhammer-Figuren aufgebaut und sie ein bisschen gedaddelt. Okay. Ich kann hier stehen bleiben? Ja, klasse. Ja, Warhammer, da bin ich tatsächlich echt raus. Ich habe es ja mitbekommen, dass ihr mit dem Cyrados drüber gesprochen habt. Der macht das ja auch im Stream wohl. Warhammer sowieso. Warhammer normal, da habe ich gar keine Ahnung von. Warhammer 40k habe ich durch einen Kumpel, der mir irgendwann mal gesagt hat, du musst dir die Lore-Videos angucken, das ist total geil. Habe ich mir da relativ viele Lore-Videos angeguckt. Natürlich die Hälfte verstanden. Und habe halt nur verstanden, dass da in dieser Welt ist alles groß, alles... So, und rüber. Und ach! Ich gehe mir gleich Schokolade holen. Wenn ich jetzt nochmal sterbe, an der gleichen Stelle gehe ich mir Schokolade holen. Du fängst gerade erst damit an und es waren auch 40k-Figuren, okay. Es ist ein teures Hobby, ne? Bei allem, was ich so bis jetzt mitbekommen habe, ist es ein teures Hobby. Ich weiß, ein anderer Kumpel von mir, der spielt einige Tabletop-Games, aber nicht unbedingt so die Mainstream, sondern, ja, das war viel zu spät. Ist Angeln auch am Anfang? Ja, okay. Vor nächstem Mal kannst du dir einen neuen Controller bestellen. Zucker macht's nicht besser, aber ich fühle mich besser. Deswegen gehe ich mir jetzt Schokolade holen. Ich bin gleich wieder da. Was ist das denn jetzt hier? Beobachten oder wie? Oder wolltest du nur checken, ob ich eine Hose anhab? So. Es ist keine reine Schokolade geworden. Es sind... ja, das seht ihr nicht. Warte, hier. Es sind Doppelkekse. Ein bisschen Abwechslung. Ach, langweilig schon. Erzähl mal einen Witz. Okay, dann machen wir erstmal das. Seite 77. Schauen wir mal nach. Was haben wir denn da Schönes? Die Überschrift der Seite ist Scheitern macht Spaß. Was ist rot und sitzt auf dem WC? Eine Klomate. Oh, es tut weh, es tut weh. Es tut ganz, ganz sicher weh. Was ist rund, rot und hat zwei blaue Streifen? Eine Tomate mit Hosenträgern. Oh. Gott. Was ist rot, sitzt in einer Konservendose und spielt Musik? Eine Radioli. Boah. Ich weiß, welchen Sound ich mir noch raussuche. Das ist hier dieses bei Karnevalssitzung. Boah, das Schmerzen, das tut weh. Daraufhin erstmal kalter Kaffee und ein Keks, ne?
Ich frage mich gerade, was mein Mikrofon die ganze Zeit aufnimmt. Eigentlich habe ich hier ein... Ach so. Okay. Bitte. Okay, es klappt. Ein Programm lief noch nicht im Hintergrund. So, jetzt ist die Rauschunterdrückung auch wieder da. Karneval. Genau, Dr. Knurfi, Karneval, das, was es in Berlin nicht gibt. Warum ist die Musik weg? Ach, die Musik fängt erst hier an. Ein Glück? Banause. Aber der White Noise ist so entspannend. Nein. Ich habe nicht extra ein Programm installiert und sowas, damit ich White Noise habe. Nein. Und hab. Und hab. Warum bin ich runtergesprungen? Mist. Großes Fehler. Große Fehler. Reicht das noch? Das reicht noch. Woo. In Berlin hatten wir die Love Parade und haben den Zug der Liebe. Ja, ihr hattet die Love Parade und dann ging das gehörig schief. Wobei, das ging nicht mehr in Berlin schief, das ging doch dann in, wo die auch immer war, dann nicht schief. Aber nicht, genau, aber nicht in Berlin, das ist richtig. Es ging nicht in Berlin schief, es ging dann am anderen Ort schief. Was immer noch menschliches Versagen par excellence ist. Okay, das wäre fast sogar ein No-Hit gewesen. Ruhrpott, glaube ich. Hm, das kann sein. Ich hab's ja nicht so mit Städten. Ich glaube ja auch, dass Barcelona in Brasilien ist, also... Was? Hätte ich hier ausgelacht. Ach! Ich springe aus purer Panik. Und Entschuldigung, falls einem die Kopfhörer weggeflogen sind, weil ich gegengehauen habe. Aus purem Panikreflex springe ich da. Rauf und zack und zack und rüber und sliden und hauen und rüber und ducken. Hui! Die Feuerbälle sehen einfach geil aus. Das muss ich den Entwicklern lassen. Die haben sie echt schick gemacht. Davon braucht man eine Metal-Version. Ja. Alles gut. Zack. Einmal heilen. So, und rüber. Und links und rechts und links und rechts und links und rechts und links und hopp. Ach, der letzte erwischt mich immer. Dr. Knurfi, bist du gebürtiger Berliner? Wenn ich das schon mal gefragt habe, tut mir leid, dann habe ich es vergessen. Jo, ah, okay. Dann verstehe ich. Dann hast du einen Freifahrtschein Karneval nicht mögen zu müssen. Als Berliner, als gebürtiger Berliner. Hast du nicht, keine Sorge. Alles gut. Ich mache mir da auch keine Vorwürfe, wenn ich schon mal gefragt hätte. Ja, das ist so klar. Das Problem ist, wenn ich schnell runterslide bei der Leiter, ich sehe es kommen, dass ich mich in die Stacheln slide. Das wird passieren.
Hui. Rüber. Und hepp. Superheldenlandung. Und zack. Und zack. Come on, come on, come on. Man macht immer genau den gleichen Sprung. Und dann bei einem Mal will er nicht mehr. Das war jetzt knapper, als ich wollte. Come on, come on. Okay, so kommt man hier schadenfrei durch. Versuche ich mir zu merken. Hopp. Und drauf. Und nochmal. Und zack. Das Schlimme ist, ich glaube einfach, dass das... Ach! Dass das die letzte Etappe ist. Ich kann mir das einfach vorstellen, dass das die letzte Etappe ist. Nicht springen, runterfallen. Oh Mann. Also wie schlimm kann der Endboss tatsächlich sein, wenn das hier nicht mal der Endboss ist? Bam 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 bam. Oh, da kriegst du Albträume von dem Lied auf Dauer. Ach, Bullshit. Hatte ich schon mal die Matriarche erwähnt? Ja, hattest du. Komm, 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 komm. Und hopp. Und ach ja, da trifft er nochmal. Ich vergaß, ich vergaß. Und hopp, und hopp. Und hopp. So, hier ist es eigentlich vollkommen egal, wie viel Leben man hat, weil ich bin wieder gesprungen. Ich bin... Immer die gleiche, ja, das ist immer die gleiche Stelle. Davor war es die Stelle, also wir kämpfen uns eigentlich von Stelle zu Stelle weiter, bis wir Strategien für alle Stellen haben. Nur für die gibt es keine. Da gibt es die Strategie, Zähne zusammenkneifen. Zähne zusammenkneifen? Nee. Arschbacken zusammenkneifen. Zähne. Kneifen. Schon wieder. Kneifen mal die Zähne zusammen. Wie auch immer das gehen mag. Ach. Prost darauf erstmal. So, der Kaffee ist jetzt auch leer. Ist er schon seit 20 Minuten kalt. Ach, der Sound. Ich hab springen gedrückt.
Und jetzt 3 Tote in 2 Minuten. Das ist nicht ungewöhnlich. Denn tatsächlich, dieser erste Sprung hier, der hier, der ist, naja, Pixel Perfect vielleicht nicht, aber das Sprungfenster, was du hast, ist sehr, sehr klein. Und da muss man nur gefühlt eine Millisekunde zu früh oder zu spät sein und du fällst. Das ist das Problem leider. Das ist das Problem, aber das ist halt... Das hier zwischen ist gar nicht so schwer. Das hier ist auch okay. Das geht... Hier hat man zwar manchmal irgendwie so... Weiß ich nicht. Warum das Spiel das da nicht möchte, dass man da landet, aber das geht eigentlich alles. Das hier auch. Weil das ist nur hin und her rennen und so. Das ist alles in Ordnung. Und die nächste Stelle, die halt scheiße ist, ist, hoppa. Die nächste Stelle ist, da, wo die Leitern sind. Ach, das war natürlich wieder grandios. Pro Gamer natürlich. Ja, ist okay. Ah, okay. Einmal und nie wieder. Sorry an den Chat. Hm, warum? War das so laut? Springen und danach nach unten klettern. Ja. So, das ist das, was ich ja meine. Das versuche ich jetzt mal. Weil du da genauso sicher bist wie oben. Das Problem ist, du kannst nicht schnell genug nach unten klettern, ohne den Slide zu nutzen. Der Feuerball holt einen ein. 100%ig. Aber wenn ich den Slide zu früh beende, trifft mich auch der Feuerball. Fand den Sound persönlich nicht so befriedigend. Ihr könnt auch gerne mal bei Sound Alerts gucken, was es noch für Sounds gibt. Und dann tauschen wir da mal ein bisschen. Gibt ja ganz viele. Ach komm. Bam bam badam. Wupp. Oh, wupp. Gut, das hätten wir. Hier ducken. Hier springen. Und rüber. Komm, 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 komm. Wir sind fast ohne Hit hier hingekommen. Das ist ja grandios. Ja. Ach, diese blöde dritte Leiter. Okay, es klappt. Ich klappt. Ja, alles gut. Rauf. Wie? Ich hatte recht? Du hattest recht, ja. Hab dich hingeschaut. Also nach der aktuellen Spielmechanik siehst du das Ganze noch ungefähr 10 Mal. Minimum. Also mach dir keinen Kopf, wenn du nicht hingeguckt hast.
Headbang! Woo! Passt zwar nicht zur Musik, aber egal. Weil ich bin aktuell noch in Trackmania-Turnier am Schauen. Okay. Ja. Ja, boah. Trackmania ist auch so ein Spiel. Gott, habe ich das früher gespielt. Ach. Das 2020 ist super. Da habe ich noch nicht gesehen. Aber auch sehr frustrierend. Das war Trackmania schon immer. Ist ja nicht so, dass die anderen nicht frustrierend waren. Am besten sind sowieso immer die von Leuten erstellten Karten. Die sind immer am besten. Ach, komm schon. Wäre cool, wenn die Leichen in den Stacheln bleiben würden. Huch. Dann hätte ich eine Brücke. Das ist richtig. Da würde man sich ja sogar leicht machen können, ne? Das ist so, wenn die dann sagen würden, ja, du hast so oft das Ganze verkackt, du kriegst jetzt eine Möglichkeit, das Ganze zu cheaten. Hab da eine Karte, die habe ich vor ewig nicht auf Silber. Okay, das kann ich nicht ganz lesen gerade in der Situation hier. Hab da eine Karte, die ist ewig von Silber auf Gold geschafft. Dann habe ich einmal die Autor-Medaille über Gold. Ja, das weiß ich. Die Entwickler-Medaille, ne? Ich habe Trackmania ewig nicht mehr gespielt, auf jeden Fall. So, jetzt aber. Ich hab's im Urin. Was nicht bedeutet, dass ich in die Hose gemacht habe. Ach, das war jetzt zu langsam. So eine Rotze. Hab da eine Karte, da habe ich ewig nicht von Silber auf Gold geschafft. Dann mit einem Mal die Autor-Medaille über Gold. Not bad, not bad. Nicht springen, fallen. Das hätten wir. Ach, Bullshit. So. Komm schon, Spiel. Einmal eine Flasche ins Gesicht hauen. Der einzig wahre Weg, Dinge zu trinken. So. Naja, kann auf jeden Fall mal für einen Casual Stream empfehlen. Ist ja kostenlos, zumindest. Zumindest was die 25 Map der aktuellen Season macht. Kann man das nicht auch mit anderen Spielen zusammen? Weil dann könnte man überlegen, ob man das mal im Community-Stream macht. Schwere Worte an diesem heutigen Tag. Ja, das war jetzt... Wenn du den...
Wenn du den richtigen Zyklus nicht erwischst bei diesen Flammen, dann ist komplett Kacke. Keine Ahnung, ob das mit Free-to-Play geht. Das weiß ich auch nicht. Weg. Bei Custom Maps sind nur in der 10-Euro-Version im Jahr drin. Also das kostet jetzt pro Jahr. Okay. Naja, so kann man auch so davon sorgen, dass Leute regelmäßig Geld in die Kasse spülen. Es darf doch nicht sein. Ich kann doch nicht allen Ernstes 4 Stunden lang oder so diese blöde Karte hier machen. Game as a Service Kack eben. Ja. Wenn es halt, wobei 10 Euro für ein Jahr ist tatsächlich ja gar nicht so viel. Könnte deutlich schlimmer sein. Come on. Ja, wie lange machen wir das jetzt schon? 2 Stunden? Bestimmt. Ich hoffe, ihr habt heute nichts Besseres vor. Meine Pizzen müssen bald kommen. Pizzen? Plural? Ach, meine Pizza. Sagen. Gibt da noch eine 30-Euro-Version, die aber sehr unnötig ist. Sonst wäre ich nicht hier. Ja, das ist gut. Ich bin gerne die Ablenkung vom Nichtstun. Gott, ich habe jetzt ganz kurz gedacht, ich bin zu früh gesprungen. Gottes Willen, bitte. Ah! Mann! Da, 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 da. Einfach om. Einatmen, om. Ausatmen. Also so langsam fühle ich mich schlecht für dich, aber nur ein wenig. Aber wenigstens etwas. Ich hasse diese Leiter-Sektion. Ich habe sie schon in anderen Leveln gehasst. Das war klar, dass er mich trotzdem trifft. Egal. Jetzt aber. Ich hab's im Urin. Ich hab's im Urin. Das wird jetzt was. Am besten warten, bis der Orb am weitesten weg ist. Das habe ich ja gerade. Also gerade bei dem letzten Sprung habe ich ja darauf gewartet, dass der eine Orb an mir vorbeigeflogen ist. Aber ich war ja dann ich bin ja dann an die Leiter gesprungen und zu weit oben. Und ja, der slidet, wie gesagt. Nee, nicht hol dich springen. Ducken. Ja, egal. Der slidet nun mal sehr bescheiden diese Leiter runter. Oder geht diese Leiter bescheiden runter. Fuck.
Aber dem Charakter muss man mal das Konzept eines Schildes beibringen. Eigentlich muss man ihm immer das Konzept beibringen. Nicht sobald Schmerz auf ihn zukommt, einfach loslassen. Weißt du? Sobald das kleinste bisschen Schmerz an seinen Körper kommt, hört er einfach auf, sich festzuhalten. Dass sich nicht mehr festhalten damit zu tun hat, dass man auf Stacheln fällt, die einen töten, das ist dem egal. Denn wir haben einmal ganz kleines Aua und dann haben wir ganz großes Aua. Charakter nicht verstehen, dass wenn kleines Aua loslassen, ganz großes Aua mit sich zieht. Und das für jemanden, der hier schon echt viel Scheiße erlebt hat, muss man sagen. Das will sich mir nicht ganz erklären. Der Vorteil ist, dass alles vor diesen Leitern zumindest halbwegs machbar ist. Jetzt. Hoppa. Ach so, und der Witz ist bei den Leitern, ne? Ihr seid ja noch nicht da, seitdem ich damit angefangen habe. Eigentlich gibt es den Weg rechts rum, dass man noch auf einfach mehrere Leitern springt. Bis man zu der kommt dann. Das ignorieren wir aber einfach. Wir springen einfach direkt runter. Das ist nicht mal so der Weg, den man eigentlich nehmen sollte. Blindfolded Run am Ende. Nö. Das ist die Antwort wie zum Speedrun. Dafür bin ich viel zu ungeduldig. So. Ja, wir warten jetzt einmal ab. Egal, wir warten einmal ab. So. So. Dieser verkackte Charakter. Ich kann nur nach oben drücken. Warum hältst du dich nicht an einer Leiter fest? Ach, so eine Mäusekacke. Wow. Wunderbar, wunderprächtig. Packen wir mal den inneren Speedrunner raus. Ich habe so oft Speedruns geguckt, ich muss doch gut da drin sein, oder? Das ist doch Learning by Looking, nicht Learning by Doing. Oder? Das hätten wir und das hätten wir. Und zack. Egal. Egal. Jetzt brauchen wir ein Wendler-Meme. Please insert Wendler-Meme hier. Meme hier. Muss ich mir mal aufschreiben, das baue ich ein. Dass das Wendler-Meme dann hier kommt. So, ducken für 2. Springen für 2. Let's go. Aller guten Dinge sind 50. Please just kill me.
Boah, knappe Kiste. Das hätten wir schon mal und zack, schon, zack. Bam, 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 ba, ram, bam, bam, ba. Gott, wir stehen quasi so mit dem Pixelfuß nur drauf. Ach, Kacke. Gucken für zwei. Bringen für zwei. Ich glaube, es hat einen Grund, warum die Musik so entspannend ist. Ja, weil man dann noch viel wütender wird. Wer das hier. Eigentlich müsste hier jetzt Doom laufen. So Doom-Metal-Musik oder sowas. Das wird einen richtig, richtig anfeuern, das Spiel hier kaputt zu machen. Wir warten eine Runde. Wir warten einfach eine Runde. Ob das dann besser ist? Wahrscheinlich nicht. So, wir warten erstmal oben und gehen jetzt runter. So. Warten einmal. Schon wieder! Der... Ich muss rüberspringen und nach oben drücken. Ich springe rüber und drücke nach oben. Aber der Charakter hält sich nicht fest. Das ist richtig trollig gemacht. Warten, bis es steht. Ja, das kann sein, dass das die Lösung ist. Aber es kann ja nicht sein, dass ich auf die andere Leiter in Bewegung springen kann, aber auf die nicht. Also dieses Spiel hat ein Problem. Und das ist, der Charakter kann sich, das wird an der Entwicklung liegen, an bewegten Dingen kann der sich gar nicht bis sehr, sehr schlecht festhalten. Ach. Nee, die andere geht ja mit dir. Das kann ja sein, dass das nicht das Problem ist. Das wird jetzt auch funktionieren in dem Moment, wo die stehen bleibt. Weil wenn es steht, macht das natürlich Sinn. Aber es ist halt... Es ist immer noch Time Trial, ne? Ist eine Rotze. Jetzt konzentrieren wir uns einmal, dann klappt das auch. Zack. Okay, bei so Sprüngen, da bin ich immer überfragt, wie das funktioniert. Das kann man bestimmt auch zuverlässig machen, aber... Ich bin krass, wie viel Geduld du hast. Okay, dann bin ich ja noch entspannt im Gegensatz zu dir. Ja, ich will ja keine bösen Worte sagen, ne? Also, die denke ich mir nur. Vielleicht sollte ich dann doch mal ein Kaizo-Spiel spielen. Oder, ach, wie heißt das nochmal? Cuphead. Ja, guten, wenn eine Pizza... Ich bin schon in der Akzeptanzphase. Ja, in der was ist, vierten Phase des Trauerns oder so. Ernsthaft. Was gibt's auf der Pizza heute? Falls er noch zuhört oder wenn er jetzt mit Schmatzen erstmal beschäftigt ist. Zack, 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 zack. Büffelmozzarella, Basilikum. Ganz dekadent. Büffelmozzarella.
Burrata, ne? Ist Burrata? Ne, Burrata ist nicht Büffelmozzarella. Burrata ist so das mit dem weichen Kern, ne? Und natürlich Knoblauch. Ja, gut, Knoblauch muss auf jede gute Pizza. Ich glaube, Burrata ist doch das mit dem weichen Kern, oder? Martin, du weißt das bestimmt. Du bist ja mein Foodie. Knoblauch muss auf alles. Nein, nicht auf Pudding. Auf Pudding brauche ich keinen Knoblauch. Yes, hast du recht. Okay. Ist aber auch lecker. Burrata mit einem guten Salat ist schon... Oder auf dem... Nee, Burrata. Nicht Burrata. Hat nichts mit Burrata zu tun. Jetzt aber. So, mal wieder alles an neue Hardware zusammengetragen. Ist es normal, dass es mal teurer wird? Ja, das ist normal. Hardware wird immer teurer, wenn man nachguckt. Weil ich diesen 1 Millimeter nach oben geklettert bin. Scheiße. Neustart. So. Also Knofi, Burrata. Probier mal. Kriegst du eigentlich in jedem gut ausgestatteten Rewe oder so. Ich will auch unbedingt aufrüsten, aber das ist mir einfach nur zu teuer. Naja, sagen wir mal so. Arbeitsspeicher geht. Prozessor geht. Festplatten sind okay. SSDs, die sind, glaube ich, wieder am Aufsteigen vom Preis her. Grafikkarten, da kannst du auch Nieren verkaufen. $1,800. Okay, was hast du denn alles da drin? Das ist schon höher. Nein, Glück hat man zwei. Richtig. Kannst du eine verkaufen. Kannst du mal auf eBay stellen. Verkaufe Niere, tausche Niere gegen 30,90. So, tack. SSD wären, okay, dann sind die auch wieder gefallen. Ich weiß, da gab es irgendein Problem mit Chips. Zwei NVMEs. Ja, okay. Wenn du zwei NVMEs drin hast, dann macht das Sinn, dass es ein bisschen teurer ist. Aber was für ein Prozessor? $5,800X. Ja, den habe ich auch. Der geht. Vom Preis zumindest. Wir warten noch einmal eine Runde. Zwei SSDs mit 2 Terabyte und die würdest du übernehmen. Wir warten lieber oben. Jetzt gehen wir runter. Und jetzt springen wir rüber. Da gehen wir auch mal nach oben und gehen wieder runter. Warten, bis es stehen bleibt. Springen rüber, gehen rüber und dann... Ich kann nicht hochgehen, ich muss direkt runter. 1,8? Okay. Wie teuer war meiner? Kann meinen jetzigen NVMe nicht rübernehmen. Ist noch eine alte, Formfaktor 11 und nicht 2. Ja, okay, das ist doof. Zack. Gibt es da keinen Adapter für oder sowas? Auf einen PCI-Slot oder so Konsorten? Ja, wobei, dann hast du einen PCI-Slot belegt, ist auch scheiße. Ba-da-dum.
Ach, ernsthaft. Ich werde mir daraus einen externen bauen, sobald ich einen Adapter finde. Zack. Oh, wir haben ja noch volles Leben. Buongiorno. Also, ich glaube nicht, dass Buongiorno so geschrieben wird, aber Buongiorno. Ach, ernsthaft. Komm schon. Ach, Kacke. Also nachdem das hier geschafft ist, gibt es erstmal was zu feiern. Ja, okay. Okay, irgendwas haben die Entwickler gemacht. Ich muss ja sagen, das haben die Entwickler schön berücksichtigt. Nicht jedes Mal Todesknie bekommt. Yep. Das wäre sonst einfach nur Zeitverschwendung. Wobei, ich bin ehrlich, würden sie mir den Screen geben, dafür aber diese Leitersektion wegnehmen, würde ich machen. Würde ich tauschen. So. Ducken für 2. Bringen für 2. Und weiter. Ducken und springen. Ducken und springen. Déjà-vu, Déjà-vu. Zack. Von mir aus. Zack. Kacke. Kacke, Kacke, Kacke. The Greed, ja, The Greed, ich weiß. Schon wieder, ich hab so ein... Das ist so ein Tricksprung, den man wahrscheinlich machen kann. Da, 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 da. Woran merkt man, dass ich langsam verrückt werde, indem ich anfange zu summen und zu singen? Das ist der Moment, wo man eigentlich weggehen sollte von mir. Bei Kaizo wären da wenigstens noch Save Points. Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, gäbe es die bei Kaizo nicht, würde auch so gut wie niemand dieses Spiel durchspielen. Okay, tschüss. Ciao. Adios, amigos. Um mal beim Buongiorno zu bleiben. Wobei ich glaube, Buongiorno ist italienisch und Adios ist spanisch. Das war auf deine Aussage bezogen. So. Doch, ich weiß, was ich gesagt habe. Aber ich weiß ja nicht, dass du das ernst nimmst. Mich nimmt doch sonst keiner ernst. Da, 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 da. Ach ja, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich bin doof. Und rüber. Ducken für 2. Ja, stimmt, wir kennen uns ja kaum. Das ist richtig. Kenn ich auch nicht. Wer bist du? Du bist doch dieser komische Mountain Blade-Spieler, oder? Der immer diese Videos macht, wo er selbst sagt, dass er so ein geiler Archer ist, aber irgendwie. Ja, ne? Cheatet er ja, ne? Du bist der Tim. Nee, du siehst nicht. Du hörst dich an wie ein Tim. Tims sind nett. Call out hier. So. Wir warten wieder mal eine Runde.
Oh, ich pinkel mir in die Hose. Kacke! Kann es sein, dass da zwei hintereinander kommen, die schneller sind? Das sage ich Lüdi, dass du mich nicht nett bezeichnet hast. Die war eben noch im Chat. Vielleicht liest du das gerade. Das Schlimme ist, ich werde hier in diesen Anfangssektionen immer schneller, aber diese blöde Leiter versaut mir immer die Parade. Headbang, headbang, woo! Passt zwar nicht zur Musik, aber egal. Das war fast zu früh. Mit was für einer Präzision er durchrusht. Ja, zumindest hier, ne? Dein Tool ist durchgelaufen. Ach, das ist auf der Arbeit. Von den 30 hat er... Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Und dann ist die Leiter, die ist nicht das Letzte. Ich sehe das kommen, die ist nicht das Letzte. Also doch, die ist das Letzte. Aber sie ist nicht das Letzte. Ne? So. So. Zack. Ja, ja, ist okay. Zack. Eine Runde warten. Oben, runter. Oben, runter. Leute. Es ist das Ende. Ah.